Am 25. Mai 2018 tritt die EU-Datenschutzgrundverordnung verbindlich in Kraft. Wer die Vorbereitungsphase der vergangenen 2 Jahre nicht genutzt hat, muss jetzt schnellstens handeln. Sonst besteht die Gefahr für sehr hohe Geldstrafen. Die wichtigsten Inhalte der Datenschutzgrundverordnung stellen wir Ihnen hier vor. Die Datenschutzgrundverordnung ist ein europaweit einheitliches Regelwerk zum Datenschutz. An die DSGVO muss sich jedes Unternehmen halten, das Daten von Dritten erhebt, speichert oder verarbeitet oder auch nur verarbeiten lässt. Auch Kleinbetriebe, Selbstständige oder Freiberufler sind von den neuen Vorgaben betroffen, denn in nahezu jedem Geschäft wird mit persönlichen Daten gearbeitet. Als personenbezogene Daten gelten alle Informationen über Mitarbeiter und Geschäftspartner, die einzelne Personen identifizierbar machen. Für eine genaue Bestandsaufnahme, wo welche Daten anfallen und welche Rechenschaftspflichten damit verbunden sind, sollte ein fachkundiger Datenschutzexperte herangezogen werden. Auf Basis dieser firmeninternen Datenerhebung kann dann ein Datenschutzmanagementsystem entwickelt werden. Informieren Sie sich unbedingt, für welche Unternehmen die Benennung eines Datenschutzbeauftragten gesetzlich verpflichtend ist. Das bedeutet, dass Betroffene umfassend darüber informiert werden müssen, wenn Daten erhoben werden. In der täglichen Arbeit ergeben sich daraus viele Fragen. Ist beispielsweise schon bei der Vereinbarung eines Arzttermins die Information des Patienten nötig und der Hinweis auf die damit verbundenen Rechte? Oder ist in diesem Fall die Datenschutzerklärung auf der Homepage der Praxis ausreichend? Wie ein Unternehmen seine Pflichten am besten erfüllt, klärt man am besten mit einem Experten, wie etwa dem firmeneigenen Datenschutzbeauftragten. Nahezu jedes Unternehmen lässt Daten von Dienstleistern verarbeiten. Das kann die Nutzung von EDV-Dienstleistern oder Cloud-Diensten genauso sein wie die Einbindung eines Callcenters für den Kundenkontakt. Die Firmenchefs sollten ihre Auftragsverarbeitung sorgfältig prüfen und gegebenenfalls Verträge mit den Dienstleistern anpassen. Auch eine versehentliche Datenpanne durch einen Mitarbeiter ohne entsprechende Kenntnisse kann für das Unternehmen sehr teuer werden. Das Gesetz sieht hohe Geldbußen vor. Daher sollten alle betroffenen Mitarbeiter entsprechend geschult werden. Das waren jetzt die wichtigsten Aspekte zur EU-Datenschutzgrundverordnung. Weitere Informationen finden Sie unter www.datev.de/dsgvo.